Hallo und willkommen zu Let's Play Lost Horizon. Nach den fünf Freunden gibt es jetzt ein doch etwas aktuelleres Point-and-Click-Adventure. Ganz aktuell ist es ja auch nicht mehr, es stammt aus dem Jahre 2010, war dort aber Adventure des Jahres. Auch das und weitere durchweg positive Kritiken haben mich dann überredet, das Spiel zu kaufen. Ich stand mehrfach davor, hab dann aber immer gezögert. Ich habe mich dann etwas eingespielt der Steuerung wegen und ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, warum ich so lange gewartet habe. Der erste Eindruck war super. Keine Sorge, ich habe es nur kurz angespielt. Von der Story weiß ich also nicht viel. Ich weiß nur, dass wir in der Rolle eines Piloten einen verschollenen Freund finden müssen und dabei um die halbe Welt reisen. Veröffentlicht wurde das Spiel übrigens von Deep Silver und entwickelt von Animation Arts, die auch, ja das passt soweit, die auch die hochgelobte Geheimakte-Serie produziert haben. Und wenn sie dieses Niveau einigermaßen gehalten haben, erwartet uns hier auch sicher eine ganze Menge Spaß. Dann begeben wir uns mal auf die Suche nach dem verlorenen Horizont. Wir betreten das Theater, das Lichtspielhaus, Entschuldigung. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit Lost Horizon. Dort hinüber. Wohin jetzt, Richard? Die Geheimtür ist nicht mehr weit. Beeil dich, verdammt, die sind gleich da. Halt uns den Rücken frei. Wir haben es gleich geschafft. Ich bedauere den Verlust deiner Kameraden. Was wollen diese Mistkerle hier? Sie suchen diese Kammer. Wie? Warum das denn? Hier ist doch nichts. Ganz im Gegenteil. Hier ist alles. Wir befinden uns vor einer Pforte, hinter der sich der größte Schatz der Menschheit verbirgt. Wovon reden Sie? Wir behüten in diesem Kloster ein jahrhundertealtes Geheimnis, für dessen Offenbarung die Welt noch nicht reif ist. Ich erzähle dir das, weil du in wenigen Augenblicken der letzte Mensch bist, der verhindern kann, dass der Schlüssel zu diesem Geheimnis in die Hände dieser Barbaren gerät. Was ist das? Das ist ein Schlüssel. Irgendwann werden sie diese Kammer finden und die Tür aufbrechen. Dann darf er nicht mehr hier sein. Nimm ihn an dich, benutze ihn und bring ihn auf die andere Seite. Dann wirst du alles verstehen.
Meine Einheit wollte die Mönche beschützen. Nun bin ich als Einziger noch am Leben und habe keine Ahnung, wer uns eigentlich angegriffen hat. Und vor allem warum. Der Mönch sprach von einem uralten Geheimnis. Einem gewaltigen Schatz, der sich hier in dieser Kammer verbergen soll. Vielleicht ist das tatsächlich der Grund für den Überfall. Wie auch immer, ich muss einen Weg hier raussuchen und die britische Regierung über diesen Angriff informieren. Und da sind wir mittendrin im Adventure. Wir sind Richard, der offensichtlich in den Diensten der britischen Regierung steht. Wir haben gesehen, wir sind im Kembalungtal in Tibet 1936, oder? 36? Habe ich es jetzt richtig gelesen? Ich meine, ja. Viel Rätselhaftes jetzt erstmal. Einmal kurz zur Interface-Erklärung. Hier ist unser Inventar. Hier haben wir unser Menü. Genau. In die Option gehe ich jetzt, weil ich die Sprache doch nochmal etwas höher stelle. So. Szene untersuchen haben wir jetzt hier. Hier kann man dann sehen, wo wir überall Dinge haben, die wir entdecken können. Und hier unsere Aufgabenhilfe. Sie haben die Aufgabenhilfe gestartet. Sobald eine aktuelle Aufgabe verfügbar ist, werden Sie hier Informationen und Zusammenfassungen zum Spielgeschehen finden. So wissen Sie immer, was Ihr Held als nächstes tun sollte, für den Fall, dass Sie einmal den Faden verloren haben. Aber keine Angst, diese Informationen verderben Ihnen nicht den Rätselspaß. Die vor Ihnen liegenden Herausforderungen dürfen Sie natürlich alleine lösen. Vielen Dank. Hat er was zu sagen? Richard Weston und seine Einheit wurden in einem abgelegenen tibetanischen Kloster von unbekannten Gegnern angegriffen und nahezu aufgerieben. Zusammen mit einem der Mönche konnte Richard in diese geheime Kammer fliehen. Hier soll er ein seltsames Artefakt benutzen und sich sowie den geheimnisvollen Gegenstand in Sicherheit bringen. Alles klar, so viel dazu. In diesem Raum befinden sich lauter merkwürdige Schriftzeichen. Leider habe ich keine Ahnung, was diese bedeuten könnten. Also wir haben einmal mit der rechten Maustaste die Möglichkeit, Sachen zu untersuchen und dann mit der linken Maustaste können wir, glaube ich, Aktionen oder sowas durchführen. Der Aufgabensprecher, vielleicht hat ihn jemand erkannt. Ich kenne ihn auf jeden Fall als Sprecher von National Geographic. Da hat er dann auch immer auf den CDs oder so die Aufnahme oder die Sprechtexte übernommen. Ich weiß nicht mehr ganz... Der ist ziemlich bekannt, glaube ich. Ich muss mal gucken, wer das ist. Vielleicht kann ich es herausfinden, aber der ist auf jeden Fall relativ bekannt, glaube ich. So, was hat er über den Mönch zu sagen? Er und seine Brüder haben ihr Leben geopfert, um dieses merkwürdige Schlüsselartefakt zu beschützen. Angeblich soll sich in dieser Kammer ein uraltes Geheimnis verbergen. Der Mönch sprach von einem gewaltigen Schatz. Das erklärt vielleicht den Überfall auf das Kloster und das skrupellose Vorgehen der Angreifer. Ja, ihr seht schon, alleine jetzt, es gibt viel zu reden oder die Leute reden viel. Ich kann leider nichts mehr für ihn tun. Vielleicht sollte ich seinen Rat befolgen und diesen Schlüssel benutzen, um von hier wegzukommen. Aber ich werde es mitnehmen, weil wir einfach das teilweise brauchen, um weiterzukommen. Ich habe seine Schrift noch nie gesehen. Vielleicht erzählen die Zeichen was von dem Geheimnis, das hier verborgen sein soll. Schade, dass ich nichts davon übersetzen kann. Weil wir sind hier nicht auf dem Speedrun, sondern man nimmt sich die Zeit dafür. Ein Relief, das einen gewundenen Drachen darstellt. Soweit ich weiß, sind Drachen in der asiatischen Mythologie oft Hüter von Türen und Toren. Na, wenn du das sagst. Vielleicht verbirgt sich hinter dem Relief ja die mysteriöse Pforte, von der der Mönch gesprochen hat. Aber wie soll ich sie öffnen? Keine Chance. Ich sehe keine Möglichkeit, dieses Tor zu öffnen, wenn es überhaupt ein Tor ist. Das hat er doch jetzt nicht ernsthaft versucht. Britische Disziplin in allen Ehren. Es sind lauter merkwürdige Linien und Gravuren zu sehen. Aber trotzdem. Soweit ich das beurteilen kann, ist der Stil der Verzierungen nicht wirklich typisch für diese Region. Im Grunde ist er nicht mal asiatisch. Ich habe das Gefühl, dass diese Platte hier irgendwie nicht hingehört. Oh mein Gott, die Aliens waren hier.
Ich wusste es. Mantle hat sogar Tibet einen Besuch abgestattet. Ja, wer hätte das gedacht? So, haben wir was vergessen? Nö. Ja, dann. Außer einer Vertiefung hier oben sehe ich nichts Besonderes an der Stele. Sie lässt sich nicht bewegen. Dann probieren wir doch das mal aus. Das ist doch bestimmt der Schalter dafür. Nein, du sollst die... Danke. Das Artefakt scheint genau in eine Öffnung auf der Stele zu passen. Ich habe zwar absolut keine Ahnung, was ich damit auslöse, aber nach den Worten des Mönchs ist das der einzige Ausweg. Ich hoffe, er hatte damit recht. Nun, Leutnant, wie weit sind Sie? Der Widerstand wurde vollständig gebrochen. Das Kloster befindet sich unter unserer Kontrolle. Und die Kammer? Haben wir noch nicht gefunden. Es muss einen versteckten Zugang geben, durch den der Mönch und der Tommy verschwunden sind. Jedenfalls behauptet das der Gefangene. Hat er mittlerweile auch erzählt, was seine Einheit hier wollte? Ja, wir haben ihn sehr schnell zum Reden gebracht. Sie sollten diese Region erkunden. Sein Leutnant hat dafür angeblich handgefertigte Karten eines Kartografen aus Hongkong benutzt, der diese Region schon vor Jahren bereist hatte. Sieh an, der Zufall spielt eine manchmal sonderbare Streiche. Diesmal haben wir die Situation noch unter Kontrolle bekommen. Aber ich möchte nicht, dass unsere Operation ein weiteres Mal gestört wird. Wir werden die Patrouillen weiter ausdehnen. Außerdem habe ich eine Überwachung des Luftraums durch unsere Jäger veranlasst. Sie sind ein Offizier, Sie vertrauen der Abwehr. Ich hingegen bin Wissenschaftlerin und baue auf Prävention. Schicken Sie sofort jemanden nach Hongkong, der diesen Kartografen aus dem Verkehr zieht und seine Aufzeichnungen vernichtet. Bezahlen Sie gegebenenfalls irgendeine Bande vor Ort, die sich um die Drecksarbeit kümmert. Hauptsache, wir schaffen dieses Problem aus der Welt. Wir müssen alles Nötige tun, dass nicht nochmal jemand hier auftaucht und uns dazwischenfunkt. Diese Mission ist zu wichtig. Und wir stehen kurz vor dem Ziel, Leutnant. Die Zukunft des Dritten Reichs liegt in Ihren und meinen Händen. Nicht klagen. Und bei dir? Liegst du immer noch Fracht, von der du lieber die Finger lassen solltest? Tja, leider lässt sich mit Ehrlichkeit zurzeit kein Geld verdienen. Und ich muss schließlich meine Miete zahlen. Außerdem macht's Spaß, den Typen ein paar Marktanteile wegzuschnappen. Fenton. Dummerweise verstehen die aber keinen Spaß, wenn sich jemand in ihre Geschäfte einmischt. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Um so kleine Fische kümmern die sich doch gar nicht. Ach ja? Gestern Abend waren zwei von denen hier und haben nach dir gefragt. Ja und? Soll ich mir jetzt vor Angst in die Hose machen? Fenton, du bist mein bester Kunde und deshalb gebe ich dir einen guten Rat. Sei verdammt vorsichtig, sonst liegst du schneller auf dem Grund des Hafenbeckens, als ich rumsagen kann. Shen, du klingst wie das Kindermädchen, das ich nie hatte. Nein, ich klinge wie jemand, der weiß, wovon er spricht.
Hat man dir bei der Armee nicht beigebracht, dass du deine Feinde niemals unterschätzen solltest? Feinde? Jetzt übertreib mal nicht. Ich gehe in die nächste Zeit einfach aus dem Weg, dann glätten sich die Wogen auch wieder. Das glaubst du doch selbst nicht, oder? Keiner legt sich ungestraft mit der Tong-Triade an. Vergiss das Schmuggeln und such dir was anderes, das Spaß macht. Schon gut. Ich werde vorsichtig sein, okay? Apropos Spaß. Ihr habt eine neue Sängerin? Ja, aber mit der wirst du ebenfalls keinen Spaß haben. Die steht nämlich nicht auf Typen wie dich. Vielleicht steht sie auch gar nicht auf Typen. Landen konnte nämlich noch keiner bei ihr. Chen, wie du weißt, sind schwierige Landungen meine Spezialität. Wenn du es schaffst, dass sie dir ihre Zimmernummer gibt, spendiere ich dir meinen besten Whisky. Hol schon mal die Flasche aus dem Keller. Ich bin in 2 Minuten wieder da. Das wäre doch gelacht. In spätestens 2 Minuten bekomme ich nicht nur eine Verabredung mit der aufregendsten Frau Hongkongs, sondern auch noch eine Flasche exzellenten Whisky. Das Leben kann so schön sein. Jawohl. Jetzt kann ich gleich endlich mal mein ganzes diplomatisches Geschick mit dem schönen Geschlecht raushängen lassen. Ich könnte es aber auch sein lassen, oder? Eigentlich wollte ich jetzt die Folge beenden, aber irgendwie... Ich darf ja offenbar nicht. Machen wir erstmal weiter. Wow. Beim Anblick dieses Kleides stellt sich mir die Frage, ob Kleider Leute machen oder die Verpackung nichts ohne den Inhalt ist. Sie sehen jedenfalls atemberaubend aus. Ich nehme es als Kompliment, auch wenn es ein zweifelhaftes ist. Okay, so eine ist das. Gibt sich jetzt erstmal eiskalt. Ja, und ich glaube, wenn die hier einen auf eiskalt macht, dann ist es nicht unbedingt klug, einen auf oh bitte, bitte zu machen. Und ich glaube, hier unser Typ, unser Fenton hier ist auch nicht wirklich einer, der sich dann zurückhält. Der ist so ein bisschen tollkühn, glaube ich. Deswegen könnten wir, glaube ich, mal das erste nehmen. Ich wollte nicht indiskret sein, aber die Frage steht im Raum. Um sie zu beantworten, müssen wir uns wohl näher kennenlernen. Oh, und entschuldigen Sie meine Neugier, aber ist das in Ihrem Haar eine Tulpe oder eine Rose? Wohl eher eine Lilie. Blumen haben Sie demnach noch nie verschenkt? Nein, ich verschenke immer ganz andere Dinge. Genau, Steine. Was? Ich dachte, Frauen mögen Steine. Ich glaube, er meint Schmuck. Ich glaube, das hier wäre seine Antwort, deswegen nehmen wir das mal. Sollte ich? Ich dachte, Frauen bevorzugen Steine. Sie tragen doch auch welche an ihrem entzückenden Handgelenk. Ein Geschenk von einem Verehrer? Vielleicht. Vielleicht geben sie mir ihre Zimmernummer und ich schaue vorbei. Was ist mit dem Inhalt? Er ist tollkühn, aber er ist kein Vollidiot. Unser Ziel ist es, dass wir die Zimmernummer kriegen. Aber er würde niemals direkt nach der Zimmernummer fragen. Nee. Ich meine, das ist dann doch vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Nee, wir nehmen das. Die Frage, ob sie Blumen oder Steinen den Vorzug geben, wäre also geklärt. Aber wie ist das mit dem aufregenden Inhalt Ihres Kleides? Wann können wir uns diesem interessanten Thema widmen? Nun, lassen Sie uns das auf später verschieben. Besuchen Sie mich doch heute Abend nach meinem letzten Auftritt. Ich habe im Club ein Zimmer. Mist. Diese Kerle gehören zur Tong-Triade. Offensichtlich hatte Shen recht. Die suchen tatsächlich nach mir. Oh, sind die Typen wegen Ihnen hier? Ich fürchte ja. Und es wäre besser für meine Gesundheit, wenn sie mich nicht finden. Ich werde Ihnen helfen. Wäre doch schade, wenn unsere Verabredung platzen würde. Nehmen Sie den Hintereingang. Ich unterhalte mich so lange mit den beiden.
Time to say goodbye, Freunde. Sackgasse, Paddock. Scheiße. Wir stecken jetzt ganz tief im Schlamassel. Ganz tief im Schlamassel. Viele Antwortmöglichkeiten. Für welche wird Fenton sich entscheiden? Das wird sich aber definitiv erst in der nächsten Folge klären, wenn es wieder heißt Let's Play Lost Horizon. Der erste Eindruck hat hoffentlich Lust auf mehr gemacht. Und dann retten wir nächstes Mal Fenton hoffentlich aus den Fängen der Tong-Triade. Bleibt dran und bis zum nächsten Mal.